Das Torwart der regierenden Kampf gegen Antisemitismus ist nur eine Rechtfertigung der Repression gegen alle, die die Politik der israelischen Regierung kritisieren. Und vor allem Torwart für Rassismus gegen alle PalästinenserInnen, AraberInnen und Muslime. Und plötzlich sind nicht mehr die RKS-Nationalsozialisten schuld am Antisemitismus, sondern die bösen Ausländer. Da wundert es in keinem, wie die antisemitischen Erzählungen von damals heute ein neues Ziel, einen neuen Feind gefunden haben. Aber es gibt auch eine zweite wirtschaftliche Seite des Angebots und der heutigen Unterstützung Deutschlands an Israel. Israel bietet den Imperialisten eine Speerspitze nach Westasien und Nordafrika. Von hier aus können sie einfacher Ressourcen wie Erdöl und Erdgas stehlen und ihre Vasallen im Zaun erhalten. Da China nicht vorne bleiben will, freut sich natürlich über Möglichkeiten, ihre Mordmaschinen zu testen. Als Frauen und Kinder. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Seit einem Jahr bleiben wir nicht stumm gegen unsere Wut und unsere Trauer auf die Straße. Wir stehen an der Seite aller in Palästina und Israel, die Widerstand leisten gegen Krieg und Besatzung. Für ein Ende des Abschlachtens von Zivilisten auf alle Seiten. Gruppen wie Palestine Action in Großbritannien und in den USA haben gezeigt, wie man effektiv Kriegsindustrie zerstört. Aktionen wie das Rheinmetall in Waffenkamp Anfang September zeigen auch hier in Deutschland Perspektiven, wie wir die Aufrüstungsindustrie bekämpfen können. GewerkschafterInnen in Italien oder Belgien beweisen, dass man sich der Auslieferung von Waffen an Israel verweigern kann. Lasst uns deshalb auch in unseren Gewerkschaften zeigen, dass wir nicht an Völkermord teilhaben wollen und Druck aufbauen. Kommt deswegen mit uns am 12.10. auf die Weltdemonstration Soziales Haus Rüstung runter. Viva! Viva! Palästina! Viva! Viva! Dankeschön.